Hallo, da bin ich mal wieder. Heute wollte ich eine Landschaft gießen. Zum Teil gießen, zum Teil aber auch kontrollierte in Schichten auf die Leinwand legen, sozusagen. Hi everybody, today I'm going to pour a landscape, partly pouring, partly laying it deliberately on the canvas in a certain way. Erstmal bestreiche ich meine Leinwand mit Titanium Weiß. First of all, a layer of titanium white on my canvas. Mit meinen Lieblingstools, meinen Händen. With my favorite tools, with my hands. I use these tools also to take care of the edges. Mit diesen Tools kümmere ich mich dann auch schon gleich von Anfang an um die Ecken. Die Handschuhe müssen natürlich möglichst sauber sein, das macht aber nichts. Es kommen nachher noch andere Farben hier drauf. Das stört nicht wirklich. Ich werde das jetzt noch etwas verteilen, und zwar mit einem Kamm. Das habe ich bei einer Dame gesehen, die zwar sagt, es dauert länger, aber man hat es hinterher gleichmäßiger. So I'm spreading it out with a comb. I saw a lady doing it. Miriam's Nature, I think she was. And she says it takes quite a while, it's true, but you have a nice finish. Nice and even at the end. Ich habe ein paar Farben angerührt, von denen ich meine, die gehören zu einer Landschaft. I mixed some paint, some colors, some paint that I think belong to a landscape. Braun, grün, blau, lila, etc. Brown, green, purple und schwarz and black, weil ich sowas wie ein Schiff, ein Geisterschiff plane. Aber das kommt erst später. Das Swipen will ich auch auf besondere Weise machen. Mit einem nassen Küchenpapiertuch. I'm going to do the swiping with a wet kitchen, wet paper towel. So, let me begin with some brown. Ich fange mal mit braun an. Bei diesem braun habe ich zum ersten Mal nur die Farbe genommen, also Lukas Farbe. Ein Viertel und vier Viertel Pouring Medium von Liquitex. Ich habe zum ersten Mal dann auch kein Wasser hinzugeben müssen. Denn es ist wirklich sehr dünnflüssig geworden. Das sind ja beides sehr hochwertige Marken, Liquitex und Lukas. So this is brown from Lukas and Liquitex pouring medium. Now this is gold now. But for the Liquitex pouring medium, didn't even have to add any water. So now I'm going to use silicone oil. Silikonöl nehme ich jetzt für alle Farben. Viskosität 300. Ich habe in das Gold leider schon. Da war ja schon was drin. Aber in dem Braun noch nicht. Falls ich das gleich nochmal benutze, werde ich wahrscheinlich grün, zwei Tropfen. Türkis, zwei Tropfen, blau, zwei Tropfen, lila, ein Tropfen. Das ist so ein bisschen aus der Lameng. So, I'm eyeballing this, because there is a lot and a little paint left. Different. So each paint gets
a different quantity of silicone oil. And so I have something on the canvas right now, the Imani Pinzette, and take it off. Das Braun mit dem Gold sieht schon ganz gut aus, finde ich. Jetzt kommt ein kleiner Layer Blau. I go over the edges always a little, damit ich nicht so viel am Rand dann habe. A little lighter blue. So this is supposed to be some sea. An ocean of some sort. Also need a little green, ein bisschen grün hier in der Landschaft. Bisschen dunkelgrün noch in der Landschaft. Der ganze Rest kann aber mehr oder weniger jetzt doch ziemlich blau sein. Blauer Himmel. Lila, die Nacht bricht herein. The night's coming. Therefore, oh, dark purple. And a tad of blue. And now comes the best part of the whole procedure. The whole procedure is each time. Das ist Swiping. Und zwar mit einem nassen Blatt Küchenpapier. Swiping with a wet kitchen towel. Ich habe noch einen kleinen Punkt hinzugefügt für die Sonne oder zumindest etwas Sonnenlicht. Und das Swipen beginnt jetzt. Hier muss man am Anfang sehen, dass das Papier alles erfasst. Und dann langsam und gerade ziehen. Wenn man noch nicht meint, es wäre noch nicht genug, dann nochmal zurück. Aber das geht nicht. Das sind die anderen Farben dann. Die Farben sind ja dann vertauscht. So, die Reihenfolge muss ja eingehalten werden. Und jetzt muss man erstmal sehen, wie man das weiter gestalten kann. Das dauert seine Zeit. Ein paar Feinheiten ausgleichen. Ein bisschen zu viel Weiß war. Ich weiß nicht, bei mir zieht sich dieses Palette Knife immer fest. I don't know why, but this Palette Knife is always sucked in by the paint a little. Can't seem to be able to manage this any better. Zu meinem großen Ärger. Aber was will man machen? So. Muss ich noch weiter überlegen. Moment. So, hier habe ich mich schon mal entschlossen,
eine Menge Pflanzen hinzumachen, verschieden groß, verschieden dicht. Kleinere, größere. I decided to paint some plants, smaller ones, bigger ones, with my palette knife and with a wooden stick. The wooden stick is a bit thicker. Natürlich von oben nach unten ziehen. Ein bisschen dicker ist dieser Holzstab als das Palette Knife. Kommt schon so einen Eindruck von Vegetation. It gives the impression of vegetation. A little rough, a little windy. Bisschen raues Wetter, bisschen windig. Wo es so dünn ist, nicht allzu hart, sonst fließt es nicht mehr zusammen. Don't press too hard where the paint is thin, because it won't flow together again. Okay. So. Ich nehme jetzt noch von dem übergeflossenen Grün. I take a bit of the green that has gone over the canvas and insert it in the blue und lasse das ins Blaue reinwachsen. Dieser Kontrast ist ganz schön. I like the contrast, green against the blue. Ich mag diese Blätterstruktur. I like these leaves. Shaped like a leaf. And it is so fluid that it gets broader and broader. Wider and wider. Good opportunity to play with the runovers here. So kann man auch ein bisschen mit dem, was rübergelaufen ist, rumspielen. Ich male ja auf Rauffaser, das heißt, es ist schnell trocken, weil ich kein Material sammle für Schmuck. So, der ursprüngliche Plan mit dem großen Schiff, den habe ich aufgegeben. Dazu habe ich jetzt zu schöne Pflanzen gemalt. So, my original plan was to paint a ship, a huge ship. And I've given that up because of the nice plants that I have painted right now.
and they would all disappear behind the huge ship. So what I'm going to go for is a tiny ship. I hope it works. So, das ist ja das Schöne an dieser Methode. Wenn es nicht klappt, sagt man nicht Schwamm drüber, sondern Swipe over. Dass also nichts wird hier mit dem Kahn. Swipe it over. Aber versuchen kann man es ja mal. Kinda cute. Besser hätte ich dann sogar noch nur mit Zahnstocher gearbeitet. Aber ich habe ja meine Schaschlikspieße. Let me see. Ich ganz wenig weiß, wie bei der Tupfentechnik. Schon zu viel fast. So. Zu viel und vor allen Dingen zu flüssig. Die Segel sind fast untergegangen. Ach, schon etwas besser. Ziehen. Kann man das als Boot erkennen? Kaum. Und das soll ja nur den Eindruck eines Bootes vermitteln. Das Gold besteht fast nur aus Ding aus Silikonöl. So this is my cute little sailing boat. I leave it alone. Otherwise I ruin it. I don't want to ruin it. So, jetzt muss ich mir nochmal in Ruhe das Bild angucken, ob noch was fehlt. So, zur Abwechslung muss hier noch eine andere Vegetationsform hin. In Form eines Mini-Paw, Paddle-Paw. Eine Mini-Pfütze. Schwarz und lila
und mein Holzstäbchen. Hier unten in der Ecke muss noch was sein. Die ist so empty. Some kind of a shrub or whatever you would call it down here. And over here a little empty. Here's this noch ein bisschen leer. Sieht sehr leer aus. Also machen wir hier noch was hin. Das ist auch im Entferntesten an einen Busch erinnert. Ist schon fast wieder verschwunden im Hintergrund. Aber ja, ich bin nicht besonders angetan von dem Bild, aber gibt schlimmer. I hope you enjoyed the video. Ich hoffe, ihr mögt das Bild. Ich hoffe, ihr mochtet das Video. Ich drehe das Bild zu euch um. Sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht auch sogar bis zum nächsten Mal.